Also Giorgio Contini, morgen startet deine Mannschaft zu Lausanne in die neue Saison. Ist deine Mannschaft bereit? Ja, ich hoffe, dass sie bereit ist. Es ist so, dass sie sehr gute Vorbereitung gemacht haben. Sich jetzt aber auch freuen nach der intensiven Vorbereitung, dass es jetzt losgeht, dass es um Punkte geht, dass man sich wieder messen kann am Wochenende. Und denke, da ist die Vorfreude sehr gross. Man sagt immer, ein Start in die neue Saison, da ist schon die Halbmiete. Wie wichtig ist das für die Moral der Mannschaft, dass man morgen gut startet? Ein guter Start ist sehr wichtig. Es gibt Selbstvertrauen, auch eine gewisse Sicherheit für die kommenden Aufgaben. Und da wir wissen, dass wir mit zwei Auswärtsspielen starten, ist es natürlich umso schwieriger, dass wir gut dann beim ersten Heimspiel dastehen. Also somit, es ist wichtig, dass man gut startet, aber man darf es auch nicht zu verkrampfen, das Gefühl, es muss man bügen und brechen, sondern man muss es, wie gesagt, mit Köpfen machen. Was wirst du die Saison von deiner Mannschaft sehen? Wie soll das Spiel aussehen? Ich hoffe, dass wir gut organisiert sind. Es sollte einen mutigen Auftritt geben, von Anfang an, dass die Mannschaft das gemeinsam löst immer und eine gewisse Mündigkeit auf dem Platz hat, dass sich selber pusht. Wir als Trainer können nicht immer die ganze Zeit reinrufen, sollen sich selber disziplinieren auf dem Platz. Ich bin überzeugt, dass wir da jetzt in dieser Vorbereitung vieles schon gut gemacht haben und da sicher noch ausbaufähig ist. Jetzt hast du den Chefpost erst in der letzten Saison übernommen und jetzt erst mal mit der Mannschaft richtig arbeiten. Du hast eine intensive Vorbereitungsphase gehabt. Wo hast du den Fokus gesetzt? So wie immer in der Vorbereitung ist der Fokus vor allem im physischen Bereich, dass wir dort sehr viel müssen laufen und Krafttraining machen, das gehört dazu. Und dann ist es darum gegangen, auch eine gewisse Organisation zu finden, dass die Mannschaft weiss, wie man verteidigt, wo verteidigen wir, wie hoch, dass wir mutig verteidigen, dass wir auch den Ball in gewissen offensiven Zonen wieder gönnt. Und dann, dass wir grundsätzlich einfach die Tugenden, die der FC St. Gallen immer ausgezeichnet hat, auf den Platz bringt, eine Mentalität. Und auf das haben wir natürlich auch immer wieder darauf angesprochen. Und stand jetzt, wo siehst du noch die grössten Defizite, wo gibt es für dich als Trainer am meisten zu tun? Es ist eine Entwicklung. Anfang der Saison gibt es dann immer noch Sachen, die man besser machen kann. Aber wie gesagt, man muss es Schritt für Schritt nehmen. Wir sind sehr früh in der Saison. Also wir werden schauen, dass wir uns steigern von Woche zu Woche. Das wird sicher der Fall sein. Und für das braucht, wie gesagt, auch einen guten Start, dass man das Vertrauen hat, dass man dann auch viel einfacher kann, den nächsten Schritt machen. Und wo siehst du den FC St. Gallen am Schluss dieser Saison, auf welchem Tabellenplatz? Ja, der FC St. Gallen darf unter die ersten fünf kommen. Das ist absolut ein realistisches Ziel. Und das werden wir uns auch mit allen vehement versuchen zu erfüllen.